Willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Darksiders 2. Und beim letzten Mal haben wir uns vergeblich dem übergroßen, mächtigen Wächter gestellt, dem da. Und wir versuchen das jetzt einfach nochmal, die Zwischensequenz zu überspringen. Die hatten wir jetzt schon mal. Ja, überspringen. So. Und wir wissen ja schon, er hat da auf seinem rechten Arm, also von ihm aus gesehen, rechter Arm, ein paar Bomben dran und die können wir zerschießen. Und wieso hat das beim letzten Mal nicht so gut funktioniert? Meine Güte. Jetzt muss ich da andingsen und draufhauen. Okay. Und jetzt hat er neue Bomben am Arm. Okay. Ja, wieso hat das denn beim letzten Mal nicht so funktioniert? Da hätten wir da nicht 3 Stunden umhergeirrt. Ehrlich. Und da war ja nicht mehr eine einzige Bombe dran. Also zumindest habe ich es nicht gesehen. Das ist ja schon mal leichte Verarsche, ne? War vielleicht ein Bug oder sowas? Ich weiß gar nicht, vielleicht haben wir auch diese Bomben da angegriffen, als er nicht seinen Hammer geschwungen hatte, sondern einfach so, als er den Hammer so auf dem Rücken hatte. Das kann natürlich sein. Das weiß ich jetzt nicht mehr. So. Runter vom Pferd. Ran da. Und immer draufhauen. So. Aber schon mal einen Herzstein weniger. Normalerweise dürfte jetzt nicht mehr gut funktionieren. So, jetzt hat er den anderen Arm. Wow. Shit. Lauf, 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 lauf. Okay. Autsch. Und das heißt, wir müssen mit der Kugel irgendwas machen. Aber so nicht. Lauf, 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 lauf. Na los, die Kugel, stirb. Na, nicht gegenlaufen, ja. Okay. Nein, oh shit. So. Ja, ich habe jetzt keine Hypergestalt, die ich dafür verwenden könnte. Oh, bleib doch stehen, du Pferd, genau. Ist wohl in Ordnung für ein Pferd, ja. Arbeit. Na los, mach deine Kugel. Mach die Kugel. Wo ist die Kugel? Ja, genau, da ist die Kugel. Und wieso bleibt die immer so links dann stehen? Achso, da muss ich sie dann zu ihm lenken, oder was? Ja, okay. Ich glaube, es verstanden zu haben. Schieß doch, du dämlicher Dings. Ja, ich habe getroffen. Das ist gut. Muss ich jetzt nur noch finden, wo hier seine Schwachstelle ist. Ach, da oben. Okay. Und da komme ich jetzt so nicht ran. Muss ich hier seinen Arm hochlaufen oder was? Ja, ich muss seinen Arm hochlaufen. So.
So, jetzt aber. Auf hier. So, und jetzt wieder weg von ihm. Damit er seine nächste Kugel machen kann. Na los, mach. Ja, brav. Und das Pferd soll sich nicht so langsam drehen. So, und jetzt hier wieder Richtung ihm hier. Ja, sicher. Ich überlebe das hier auch alles ohne Probleme. Und hier wieder hoch. Und da wieder rein. Und mach's kaputt. Sehr schön. Jetzt hat er nur noch seinen Kopf. Und ein paar Beine. Als wird er sicherlich wütend. Fällt schon leicht auseinander. Also er kann quasi kaum noch was machen. Dann haben wir ihn da auch nochmal aufs Maul oder wie? Also cool gemacht haben sie den Boss, ja, im Prinzip. Halt nur das letzte Stück, das hätte man auch selbst als Spieler spielen können. Du hattest keine andere Wahl, als ihn zu vernichten, Reiter. Und doch, wenn der Weg zum Baum des Lebens frei werden muss, habe ich keine andere Wahl, als ihn zurückzuholen. Wie oft soll ich ihn denn noch umbringen? Der Richter wird wie neu geboren sein, frei vom Verderben. Jetzt tritt zur Seite. Das wird etwas mehr Aufwand benötigen. Das wirst du nicht überleben. Ich bin der Erschaffer. Diese Aufgabe definiert meinen Sinn und Zweck, so wie das Einsammeln von Seelen deinen definiert. Die können wir nicht entkommen! Begib dich jetzt zum Baumreiter. Deine Reise ist noch lange nicht vorbei. Was denn? War das ein Stupsen oder Hallo sagen? Wie knuffig. Na, jetzt haben wir zumindest einen netten großen Golem. Kann ich den mitnehmen nach Hause? Ja, und jetzt macht er ja doch die Verderbnis kaputt. Aber so, wenn ich davor stehe, dann macht er es nicht, ja? Nein, lass das. Das ist mein Steinfreund. Lass das. Jetzt ist der Steinfreund schon wieder kaputt. Ausweichkonter. Wenn Tod einen gegnerischen Angriff besonders geschickt ausweicht, flackert er seine Reapergestalt kurzzeitig auf, um einen Gegenangriff zu starten. Interessant. Fähigkeitenpunkt erhalten. Anonym, ein Geschenk für dich hinterlassen. Schau auf der Weltkarte nach der Position.
So, wir müssen auf jeden Fall nach da hinten. Okay. Dann nehmen wir doch jetzt mal das Pferdchen. Da sind ganz viele Sachen gedroppt, die nehmen wir natürlich auch alle mit. So, was sind das hier für Sensen? Vielleicht sollten wir absteigen, um das nachzugucken. Ja, die sind kacke. Die sind auch kacke. Oh! Das ist doch halbwegs gut. Das macht auch mehr Erfahrung. Und ein Zorntrank. Dann legen wir mal eben die 90 Rufen so ein bisschen an. Ne, eine zweite. Das macht minus Zorn bei Exekutieren. Ja, okay. Mein Gott. So. Dann haben wir hier die Talente. Was nehmen wir denn hier? Todsverhältnis zu drin. Nee. Ein von Tod gerufener Kriegsfahrerscheidung. Kreuz. Nee. Feurige. Feuerpunkte hinzu. Feuerschadenpunkte verursacht. Ja, okay. Ja, das nehmen wir. So, jetzt aber weiter hier. Endlich weg von hier, von diesem schönen Ort in Anführungszeichen. Wir wollen zum Baum des Lebens, oder wie der Baum auch immer heißt. Also jetzt sind wir erstmal im grünen Loch. Ja, toll. Das klingt ja vielversprechend. Hey, ich will nicht zum Baum. Schon zum Baum, auch nicht zu dem Baum. So, nun. Ist das hier der Baum des Lebens? Anscheinend. Okay. So, dann gehen wir noch da hinten durch diese Haupteingangstür, würde ich sagen, ne? Diese Symbole zu bedeuten. Verderbnis ist, yay, wer hat das gedacht? Nein! Lasst mich nicht so zurück. So bist du also gekommen. Trägst deine Sünde wie ein Ehrenabzeichen. Was willst du, Reiter? Die Rückkehr der Menschen. Auf einen öden Planeten ohne Leben? Menschen sind schwach. Sie würden das nicht überleben. Nicht einmal verdienen. Unser Urteil zählt nicht. Ich mache dies, um Krieg seine Bestrafung zu ersparen. Und was ist mit dem Nephilim? Würdest du einen retten? Den Rest nicht? Die Nephilim bedrohen das Gleichgewicht. Hätten wir Eden genommen, wäre nichts davon passiert. Doch du warst gegen uns, nahmst unser Fleisch, sperrtest unsere Seelen in dein Amulett. Wer bist du? Das weißt du. Einst nanntest du mich Bruder. Absalom. Ich habe den Namen abgelegt. Jetzt bin ich Verderben, geboren, als du deine Sense gegen uns erhobst. Und schon bald werde ich alles sein, den Baum des Lebens, und gibt nun meine Finsternis. Er trägt keine Früchte mehr, und selbst Tod kann ihm nicht entkommen. Okay. Was definiert die Seele? Manche nennen sie einen Funken, der die Finsternis bekämpft und fürs Leben brennt. Doch was ist mit Tod, der zum Sensenmann wurde, als er die Nephilim erschlug? Seine Brüder, Kameraden und Absalom. Tod! Warum erschlägst du deinesgleichen? Die Nephilim haben kein Recht auf Eden.
Es gibt Reiche für Engel und Dämonen. Warum nicht für uns? Eden gehört den Menschen. Es gehört jenen, die es sich nehmen. Die Äonen haben die Frage nicht beantwortet. War es das wert? Bruder! Dieser eine Moment. Brachte Verderben. Und krönte ihn zum Brudermörder. Der bittere Sieg konnte nicht ungeschehen gemacht werden.